Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saints Row. Wir sind hier vor dem Waffenladen Friendly Fire. Ich musste gerade den ganzen Weg nochmal hier hindüsen, weil die Save Points recht schlecht gemacht sind in dem Spiel. Macht aber gar nichts. Umso lustiger ist ja die ganze Angelegenheit. Wir öffnen mal die Tür und schauen mal, was wir uns da für eine Knarre besorgen können. Oh, die Shawnee hat uns gerade noch ihr Geld gegeben. $229 haben wir. Friendly Fire, der Waffenladen. So, hier können wir jetzt Waffenverbesserungen kaufen, Munition, Granaten kaufen. Schauen wir da erstmal rein. Und da sehen wir haben schon, glaube ich, diese beiden Waffen. Einmal die TEK Z10 Stufe 1 und die 45er Shepherd Stufe 1. So, und dann können wir jetzt noch Waffen kaufen auch. Was haben wir denn hier? Schrotflinten. Preis $10.000. Ist ein bisschen hoch, wir haben nur $229. Totengräber. Schrotflinte alter Schule im neuen Saints-Stil. Und was ist das? Die AS3 Ultimax Stufe 1. Die Standard-Schrotflinte der Polizei. Duck dich, wenn du einen Polizisten damit siehst. So, ja, die ist echt nicht schlecht. Was haben wir hier oben noch? Im Nahkampf, da gibt's folgendes. Den Baseballschläger. Ein langer Holzstock, gut um Dinge zu schlagen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Der kostet immerhin $250. Den können wir uns also noch nicht erlauben. Ist zu teuer. Hier, das Lähmungsgewehr, Stufe 1, zum schnellen Ausschalten deines Ziels. Kostet 10.000. Und was zur Hölle ist das hier? Es ist der Penetrator. Stufe 1, ein absurdes Sexspielzeug mit der Tödlichkeit eines Baseballschlägers. Sowas finde ich ja richtig schön bescheuert. Schön, einfach nur Riesendildo halt. So, wir schauen mal weiter, was können wir hier noch machen? Auf Waffen im Domizil zugreifen? Was ist das denn? Da können wir uns wahrscheinlich neu ausrüsten mit Waffen. Wenn wir dann mehrere haben, wahrscheinlich Waffen austauschen und so weiter und so fort. Wir kaufen einfach mal ein bisschen Munition, würde ich sagen. Für die Pistole vielleicht und hier kaufen wir auch noch welche für die gute TEK Z10. Oh, jetzt haben wir, das ist aber verdammt teuer alles. Die kostet vor allem auch $50. So, das reicht. Übernehmen. We're getting close. Not far, it's on the GPS. So, und jetzt müssen wir uns zum Arsenal der Nationalgarde begeben. Da vorne steht noch unser Fahrzeug, aber ich bin mal so dreist und klaue mir einfach mal ein neues. Oh, vielleicht das Ding? Ist ja eigentlich ganz cool. Komm, wir machen mal einen schnellen Diebstahl. Pam! Haha! Kompensator. Hier können wir übrigens die Radiosender mit umswitchen. Das funktioniert genauso wie bei GTA. Hier der Latino-Sender. Boah, was das für ein Riesending ist. Begib dich zum Arsenal der Nationalgarde. Ich schalte hier mal gerade ein bisschen die Sender durch, um mal ein bisschen die musikalischen Einwirkungen des Spiels zu zeigen. Oh, ganz schön abgedrehter Shit. Hier geht's ein bisschen rockiger zur Sache. Ja, und das Spiel, wie ihr seht, ja total abgedreht. Und da komme ich mal direkt aufs Thema zu sprechen, während wir hier rumdüsen. Wir haben ja noch 400 irgendwas Meter. Welche abgedrehten Filme? Da gibt's ja haufenweise, von Braindead bis Fear and Loathing und was weiß ich was. Auf welche abgedrehten Filme steht ihr so? Und was sind eure absoluten Lieblinge? Das würde mich mal interessieren. Schreibt's doch mal in die Kommentare und jetzt geht's los hier beim Arsenal der Nationalgarde. Well, how the fuck are we gonna get them out? Maybe you should have thought about that before attacking an armory. I like to live in the moment. Don't worry, Pierce has that covered. Okay, und da sind wir auch schon und die Soldaten wollen uns ins Leder. Ich hoffe, wir wissen, was wir hier tun. Also ich weiß es nicht. So, jetzt nehmen wir uns erstmal hier die TEK Z10 wieder. Und jetzt gibt's saures Freundchen. Auf die Fresse! Boah, wie viel halten die denn aus? Ach, zur Hölle, die haben irgendwie kugelsichere Westen und Helme und so. Das haben Soldaten ja öfter mal. Und dementsprechend gehen die auch ganz schön ab. Also, das wird eng. Ich glaube, wir sollten nochmal hier in diese Karre springen.
Und dann ab die Post. Voll drauf. Kompensator, kompensiert. Bam. Bams. Haha, guck mal, wie der da hängt. In der Türe. Jetzt nicht mehr. Batch. Boah, der hat auch einen Wendekreis, der Kompensator. Das ist die reinste Katastrophe. Dieser Jeep hier eigentlich. Was sehen meine alten Augen denn da vorne? Das sind noch Panzerfahrzeuge. Und hier unten liegen Bomben. Da sollten wir wahrscheinlich aufpassen. Also ein Panzerfahrzeug schnappen wir uns jetzt mal. Komm schon, hier das Dicke. Das Dicke will ich haben natürlich. Geht das? Ja, es funktioniert. Und jetzt wird hier nicht nur so mittelprächtig aufgeräumt, sondern so richtig. Bam, bam, bam. Yo, yo, yo. Dagegen haben die Soldaten wahrscheinlich nicht mehr viel auszurichten. Aber ich muss aufpassen, denn diese Waffe, die kann überhitzen. Ach, wer ist das denn hier? Wer bist du denn? Bam. Und jetzt geben wir hier weiter Gas und machen uns den Weg frei. Oder halt doch nicht. Töte die Soldaten. Das ist meine Spezialität. Ja. Ich muss nur aufpassen, wirklich, dass die Waffe ja, wie gesagt, nicht überhitzt. Und jetzt sollen wir das Waffenlager finden. Können wir hier mit dem Auto rein? Mit dem Boliden. Mit dem schwer gepanzerten Vehikel. Einfach reingezimmert hier. Ein bisschen Blei für euch. Frei aus. Und dann schön die Faust quer durchs Gesicht schieben. Boah. Alter Schwede. Friss Frohlig. Oder Chappy oder Pedigree. So, wir steigen mal aus. Komm. Komm schon, die Baby. Wir schauen uns das Waffenlager mal näher an. Here's the weapons cache, and these look like UAV drone controls over here. Looks like UAV drones? Who talks like that? Okay, is this really the time? I'm just saying. Cool, hier haben wir uns irgendwie die Schrotflinte ergattern können. Ist ja recht praktisch. Einfach mal druff damit, einfach reinseppen. Aber die hauen auch gut drauf. Unverschämt. Halte die Stellung, ich glaube, da probiere ich mal... Oh Gott. Granate habe ich ebenfalls geworfen. Also wir finden hier irgendwie ein paar Sachen, auf jeden Fall sogar. Nicht nur irgendwie. Jetzt muss ich hier nochmal auf die TEK, glaube ich. Ich komme mit der MG hier auf jeden Fall noch besser klar. Ups, da habe ich aus Versehen jetzt eine Granate geworfen und die voll verschwendet. Die hätte ich natürlich mal einsetzen sollen, lieber. Da kommen auch wieder so Heinis mit Schilden. Können wir die Dinger hier in die Luft jagen? Was ist das? Was sind das für Kanister? Lass schon ihn fliehen, du Dreckschwein! Wer sich mit meinen Freunden anlegt, legt sich auch mit mir an. Bam. Okay, jetzt wird langsam Zeit. Wir können hier doch nicht durchhalten. Was ist passiert? Wer soll hier kommen? Muss doch uns wer retten irgendwie. This isn't going as well as I'd hoped. You think? Pierce, where are you? You know me. Der gute Pierce. Wo bleibt der Sack? Da ist er ja. Die Saints schlagen zurück. Yeah! Yo, yo, yo! Keine Chance. If we're staying, maybe it's time to try those UAV drones. Again with the UAV drones? Just shut up and use the damn things. Why are we getting the hell out of here? The boss won't leave without the bomb. You gotta be kidding me! Let's talk more murder. Beschütze die Hubschrauber. Jetzt sind wir in dieser Drohne und das erinnert natürlich an die Call of Duty-Mission. Der Tod kommt von oben. Mit L1 können wir Lenkraketen abfeuern und mit R1 Dampffeuerraketen. Ah, hier, das sind diejenigen, die die Hubschrauber angreifen. Oh, schön. Bam. Sadadadam. Bam. Ja, mit sowas kennen wir uns auf jeden Fall aus. Das hatten wir auch öfter in Battlefield und Call of Duty und Co. Solche Missionen, wo wir einfach von oben mit irgendwelchen Anlagen zuschlagen müssen. Das mache ich doch zu gerne. Da ist irgendwas Dickeres im Anrollen hier. Probieren wir mal gerade eine Lenkrakete hier aus. Die können wir sogar abbremsen und beschleunigen. Bam! Hohoho, feines Ding. Was ist das denn? Scheint auch ein Panzer zu sein.
Bam! Es war ein Panzer. Beam! Bing, bang, bong! Nichts da, Freunde! Wir haben ja keine Schnitte gegen die Saints. Eine Gang, die mächtiger ist als die Macht des Staates. Das sind nur die völlig abgeschissenen, abgedrehten, abgespaceden Saints. Oh, und die Panzer, die scheinen ein bisschen mehr auszuhalten. Wie ihr seht, das seht ihr an dem Ring da oben. Das zeigt die Lebensenergie an. Hält uns aber nicht auf, groß. Einfach rein damit. Yo. Bumm. Und nochmal eine Lenkrakete, weil es so viel Spaß hier macht. Nur für dich hier habe ich die reserviert. Caramba, würde der Spanier sagen. Und für diesen Panzer habe ich auch noch eine nette Überraschung. Haha, direkt für beide fast mehr. Ach, weiter rein hier. Ab die Post. Ja. Gemütlich. Und nochmal, für den Tank, für den dickeren Boliden. Die Lenkraketen scheinen eine höhere Durchschlagskraft zu haben. Aber für solche reicht dann auch so eine Dumpfire-Rakete. Wahnsinnstastisch, Sprinten. Sprinten verändert Aktion auf wahnsinnige Weise. Probiere verschiedene Tastenkombinationen mit dem Sprinten aus, um sie alle herauszufinden. Was denn zum Beispiel? Ach, so ein Sprung und... Ah, okay, jetzt müssen wir hier irgendwie rauskommen. Steige in Pierce Hubschrauber ein. Yo! Ich hoffe, das hat geklappt. Jetzt geht der Kampf über den Straßen von Stillwater weiter. Gegen die Helis. So schnell lässt sich die Armee offensichtlich nicht einschüchtern. Na komm, holen wir die Vögel vom Himmel, Shawnee, Baby. Schnuckipuls. Bams. Yo. Danke, danke, Gregory, the G-Onk. Holt die in den Helikopter vom Himmel. Da vorne ist noch einer. Ein bisschen weit entfernt, würde ich sagen. Aber vielleicht erwischen wir den ja ein bisschen. Ah, ein bisschen haben wir den erwischt. Ach Gottchen. Der scheint befreundet zu sein. Aber der ist nicht befreundet. Deswegen, ab rein damit. Der schönen Munition, die teuer gekauft war. Nee, haben wir unendlich Munition. Bleifuß, 5 von 10. Beschütze die Bombe. Das ist die Bombe. Wir sollen dafür sorgen, dass sie nie in die Luft geht. Und das kriegen wir natürlich nur mit geballter Feuerkraft hin. Da irgendwo wohnt also Shawnees Ex-Freund. Zum Glück ist es der Ex-Freund, wenn ich mir Shawnee so angucke. Das würde zumindest Gregory sagen. So what's next? What's next is you go back to Stillwater. What? No, this is my fight too. Girl, you don't get messy. Let us take care of business. Fuck you. I'm doing this for Johnny. All right. Well, if we're gonna bring in the boys, we're gonna need a new place. You're worried about real estate? We have guns. Let's use them. Relax, Shawnee. We got it all covered. Wir werden Waffen brauchen. Geschafft, Mann. Bargeld. Ah, 4000 eingesackt. Ab in die Tasche damit. Respekt. Level 2. Jajajaj. Domizilwohnung vom Ex. Die Wohnung von Shawnees Ex ist nun ein Domizil der Saints. Hier kannst du auf dein Waffenlager und deine Kleidung zurückgreifen. Zugreifen. Waffe, Reaper-Drohne. Die Reaper-Drohne kannst du im Waffenlager deines Domizils ausrüsten. Yo, 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 Mann. Die Reaper-Drohne ist auf jeden Fall sehr effektiv. Hat man immer so dabei. Saintsbook. In Saintsbook auf deinem Handy findest du Attentatziele, Diebstahllisten für Fahrzeuge und Herausforderungen.
Facebook ist Schnee von gestern, heute wird gesaintsbookt. Ne, wisst ihr Bescheid? Verbesserung. Im Verbesserungsmenü deines Handys kannst du neue Fähigkeiten und Boni kaufen. Das war's von mir für heute und wir hören uns schon bald wieder. Bis dann!